ist nicht der typische süße Nee. Sherry-Bombenvertreter, obwohl er halt diese komplexen Sherry-Noten mitbringt. Würde ich ihn jetzt nicht so wie typischerweise ein PX oder ein Palo als cremig süßlich empfinden. Moin Leute, willkommen bei einer neuen Folge Barrel Beast. Heute mit einem ganz besonderen Tropfen. Allerdings, ich traue mich gar nicht, das auszusprechen. Michael? Coiffeur. Sehr gut. Michel, Französisch. oder? Hast recht. Sehr gut. Trau dich lieber nicht beim nächsten Mal. Hast Tatsächlich recht. eine Hausnummer. Michel steht auch drauf. Ja. Also wenn Hey. man den Namen noch nicht kennt, den kann man sich gerne mal ergoogeln und schauen, was der alles abgefüllt hat. Sind ein paar feine Tropfen dabei. Ja, was wir heute hier haben, ist Blossoming Old Sherry, Old Sherry, 45% und die Whisky Base ID ist die 167558. Ja, und wir haben einiges Gutes über den gehört. Der kommt, glaube ich, aus dem Jahr 2020. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Also der Name verrät es ja schon. Wir haben hier Sherry mit drin und ich würde den einfach jetzt mal hier so ein bisschen bei mir vollkippen. Ja, gönn Bei dir dir vielleicht auch ein auch ein bisschen. bisschen. Nee, es soll tatsächlich ein ordentlicher, richtig schöner Sherry-Finish sein. Boah, Finish ist ja, glaube ich, gar Riecht nicht. schon heftig. Also, ich muss sagen, nee, ist kein Finish. Ich muss sagen, ich habe noch kein einziges Fläschchen von dieser Abfüllungsserie getrunken. Von wem? Michel, ne? Und ich muss sagen, ich habe nur Gutes, also fast nur Gutes gehört bisher. Deswegen bin ich schon lange dahinterher gewesen, dass wir da mal einen hier vor laufender Kamera verköstigen. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Bevor wir jetzt loslegen, muss es natürlich trotzdem einen geben, der das Ding zerreißt und einen, der dagegen hält. Auf den die Flasche zeigt, der muss es zerreißen. Das bist du. Ich finde die Nase schon jetzt sehr, sehr stimmig und komplex. Geht in eine Würzig. relativ, ja genau, Würzig. herbe, kräuterige Ecke für mich. Auf jeden Fall. Aber hat Ah, auch der hat aber auch so leichte Malz. Hier, wie heißt das? Alkoholfreie Bier? Malzbier. Malzbier. Sehr gut. Hat so leichte Malznoten da. Und da muss ich einfach sagen, ich habe als Kind dieses Bier verabscheut. Ich habe das nicht gerne getrunken. Und dementsprechend ist das für mich leider ein bisschen negativ vorbelastet. Ist einfach so. Nichtsdestotrotz, diese Würzigkeit finde ich auch nicht schlecht. Aber ich kenne auch ein, zwei Whiskys, die hatte ich schon im Glas, die hatten ähnliche Noten und die waren geschmackstechnisch eine Vollkatastrophe. Ist einfach so. Ich finde deine Reviews eine Vollkatastrophe. Aber dieser Whisky, muss man Ich finde es aber auch sagen, einfach toll, wie offen du meiner Meinung gegenüber bist an der ja, kann man Stelle. ruhig mal sagen. Nee, was ich sagen wollte, der ist nicht der typische süße Nee. Sherry-Bombenvertreter, obwohl er halt diese komplexen Sherry-Noten mitbringt. Würde ich ihn jetzt nicht so wie typischerweise ein PX oder ein Palo als cremig süßlich empfinden. Aber der hat so diese, du merkst schon, wenn du die Nase reinhältst, dieses PX, dieses, als wenn du einen richtigen PX hättest, also nicht Whisky, ne, sondern richtig PX, Ja. das hat er auf jeden Fall hier auch. Also der hat wirklich viel aus dem Fass gesogen, das muss man ihm schon mal lassen. Was ich gut und schlecht zugleich finde tatsächlich, ist die Alkoholeinbindung, sage ich mal. Weil ich finde, der Alkohol ist hier tatsächlich nicht existent. Das ist zum einen gut, weil er ist jetzt nicht irgendwie überlagernd. Aber nichtsdestotrotz, ich mag es auch, wenn er ein bisschen, sage ich mal, Kante hat an der Stelle. Ja. Ansonsten, also diese Rosinigkeit finde ich auch sehr, sehr stark. Manchmal haben die Rosinen ja noch diesen kleinen hölzernen Stachel dabei. Wenn man den mit isst, kommt man eigentlich so ein bisschen auf diese Geschmacksnoten, finde ich. Aber es ist schon in den richtigen Herb. Aber ich würde sagen, wir tasten das einfach mal, ne? Allerdings, let's go. Slanche! Sancho war. Eieiei. Sehr tolles Erlebnis. Ich muss sagen, also, ich muss
Till, halb zustimmen. Ein Erlebnis ist es. Toll, werde ich jetzt mal sagen, was mich daran stört. Und zwar so Bitteraromen, die von Anfang an bis Ende meine Zunge belegt haben. Ansonsten ist er sehr würzig, tiefgründig, das ist einfach so. Hat so eine leichte, dunkle Schokoladennote an der Stelle. Aber diese Bitterkeit, zumindest im Geschmack, zieht sich durch. Das muss man mögen. Das muss man mögen. Diese Bitterkeit will ich am ehesten vergleichen. Also so aggressiv finde ich die nicht, aber bei einem Espresso hat man das auch manchmal. Wenn das jetzt ein bisschen ausschlägt in diese Bitterstoffe, hat man das auch, dass diese Bitterkeit im Mund verbleibt. Und du magst ja eh kein Espresso. Auch kein Kaffee. Da sehe ich es auch. Diese Kräuteraromen sind nach wie vor sehr, sehr präsent, finde ich. Es ist eigentlich so ein bisschen Tannen- und Waldgeschmack da drin, finde ich. Nicht mehr nur Kräuter, sondern wirklich eher vielleicht sowas wie Akazienholz oder so. Da könnte ich mich überall mit anfreunden. Und verstehe ich. Dann ist das ein sehr, sehr langer Abgang, finde ich. Also Akazienholz verstehe ich nicht, aber so in den... Sonst verstehe ich. Sonst ist angekommen. Also einen tollen Abgang, hattest du gesagt? Ja, also ich finde den Abgang sehr, sehr schön. Wird zum Ende hin noch mal ein bisschen komplexer sogar, finde ich. Also es gibt da noch Sachen zu entdecken. Diese Rosinigkeit habe ich auch dezent immer dabei. Auf jeden Fall. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ich muss sagen, wenn ich Sherrys trinke, also Whisky-Sherrys in dem Fall, Whiskys, die im Sherry-Fass waren, könnten die für mich immer noch ein bisschen mehr einen Touch ins Süße haben. Also der hier ist für mich nicht der typische Sherry-Vertreter. Ja, kommt drauf an, was für ein Sherry-Fass natürlich an der Stelle. Verstehe ich. Ich finde diese Würzigkeit erstmal per se gut. Ist einfach so. Was mich einfach stört, muss ich ganz klar sagen, ist diese Bitterkeit. Du hast es ja schon gesagt, ich bin kein Freund davon. Heißt aber auch nicht, dass er jetzt schlecht ist. Also das nicht falsch verstehen. Obwohl ich das nicht so sehr mag, ist das jetzt hier auch nicht, sag ich mal, überwältigend. Ganz am Anfang fand ich es ein bisschen too much. Jetzt geht's halt schon. Schmeckt ganz gut. Aber was mich wirklich ein bisschen stört und auch wundert, zum einen, der Alkohol ist halt fast nicht präsent, finde ich. Also ich habe diese Bitternoten durchs Fass ziemlich sicher. Und Alkohol kommt nicht so durch. Und ich finde, der Abgang ist ein bisschen lasch im Verhältnis zum Rest. Also ich finde, wenn ich jetzt mal so relativ objektiv drauf gucke, die Nase ziemlich gut und den Geschmack ziemlich gut. Aber der Abgang ist ausbaufähig im Vergleich. Der ist nicht schlecht, aber da geht mehr. Ich finde den Geschmack ein bisschen zu wässrig, muss ich sagen. Also bei mir ist andersrum. Nase finde ich sehr, sehr gut. Abgang finde ich sehr gut. Aber im Geschmack, da kommt er mir ein bisschen zu wässrig rüber. Im Abgang kommt so ein bisschen Schärfe wieder durch. Deshalb ist es da in Ordnung. Ich weiß nicht, wie es kommt, ob der Alkohol da nicht ganz so gut aufgenommen wurde. Oder ob es ein bisschen am Fass liegt. Aber im Geschmack hätte er ruhig mal ein paar Prozent mehr Alkohol haben können. Also ich weiß nicht, wie der jetzt unverdünnt gewesen wäre, weil beim Abgang, was dem ganz geil getan hätte, wenn das so richtig cremig gewesen wäre. Und dann diese Geschmackskomponenten einfach länger im Abgang bleiben. Und dann hätte ich, um das mal noch nicht vorwegzunehmen, aber dann hätte ich dem auf jeden Fall ein paar Punkte mehr im Abgang gegeben. Ist einfach relativ trocken im Mund, ne? Ja. Muss man leider sagen. Aber schmeckt gut. Also jetzt mal, ne, obwohl ich hier für einen negativen Part zuständig bin, aber er schmeckt schon gut. Das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau auf jeden Fall. Sehr hohem Niveau. Ja, also wirklich. Das ist ein richtig toller Whisky. Das sind halt nur so kleine Feinheiten. Letztendlich, also ich zumindest sage eigentlich die ganze Zeit, warum es für mich kein Barrel Beast ist, weil da ist er wirklich eigentlich kurz davor. Ich bin genau da, genau deswegen, da bin ich auch, dass das hier nicht falsch rüberkommt. Also der schrappt gerade, wir sind wahrscheinlich gerade bei der... gerade beide am überlegen, ob es ein Barrel Beast ist, ja oder nein, und suchen gerade so ein paar Argumente, die dafür und dagegen sprechen. Und da ist er aber kurz davor, oder ist es vielleicht, das wird sich ja gleich zeigen, aber das sind so auf jeden Fall die Punkte, die da... Eine Altersangabe hat er nicht, ne? Nicht mir bekannt auf jeden Fall, was nichts heißen muss. Aber ich habe mich natürlich immens
darauf vorbereitet. Ich könnte dir jetzt alles sagen zu diesem Whisky, aber nicht das Alter leider. Es tut mir sehr leid. Was für ein Fasstyp ist denn? Sherry? Punkt. Okay. Aber man, also munkelt. Die Vermutung liegt natürlich nahe, so wie mir der jetzt hier so im Mund präsentiert wird, dass das ein Peks ist. Ja, wenn ihr ein bisschen mehr Know-how habt als mein inkompetenter Sidekick. Bewerbt euch jetzt hier. Nein, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde mich auch mal interessieren, ob das für euch ein Barrel Beast ist. Also für mich. Als ihr den schon hattet. Wir haben noch einen auf der Agenda, der wird auch noch kommen. Schöner Overaged von dem lieben, wie ich ihn nenne, Michael, so nennen wir seine uns. Seine Freunde. Meine guten Freunde. Der kommt auch noch. Mal sehen, ob das ein Barrel Beast wird. Aber ich würde mal sagen, kommen wir zum Fazit. Zur Benotung und dann zum Fazit. Mhm. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich fange gerne mal an. Okay. Also in der Nase gebe ich ihm eine 89. Im Geschmack bin ich leider bei einer 87. Und im Abgang bin ich bei einer 90. Kein Barrel Beast. Leider, also wenn er mehr Alkohol hätte, könnte man drüber nachdenken. Aber so ist er im Geschmack ein bisschen zu wässrig für mich. Okay, spannend. Ich finde, ich fange von hinten an. Und um es kurz und knapp zu machen, meine Punkte habt ihr ja eigentlich schon gehört. 82, 90, 91. So. Ja, und Fazit bei mir ist auch kein Barrel Beast. Ich bin dabei, im Geschmack ist er mir auch zu wässrig. Ich finde es nicht so schlimm an der Stelle, aber der Abgang ist schon fast ein kleiner Abturner für mich. Mhm. Also ich merke, es bleibt jetzt ein bisschen mehr hängen, aber da fehlt irgendwie Cremigkeit, weiß ich nicht, die ich da erwartet hätte. Und das finde ich ein bisschen... Ist halt schade. Also wir beide haben so ein Drittel vom Whisky, der uns einfach nicht vom Hocker haut. Deshalb reicht es einfach nicht. Ja. Ist so. Ich meine, Barrel Beast ist ja die Suche nach dem perfekten Whisky. Ja. Ja, die Kombination aus Fass und New Make muss hier perfekt sein. Ja. Und das ist ein richtig guter Whisky. Ich meine, das merkt man auch so ein bisschen an der Benotung. Der ist hier irgendwo kurz vorm 90er-Segment glatt. Und das ist schon stark für uns auch. Aber ein Barrel Beast muss einfach perfekt sein. Und das ist er nicht. Punkt. Aber ich kenne es mal wieder den Preis nicht. Tatsächlich, ihr seht ja, wir haben uns hier ein kleines Sample. Rechne es doch mal aus, an das Sample. Ist okay. aber tendenziell, also wenn man sich nicht bisher damit auseinandergesetzt hat, mit dem lieben Michael, ne, und man möchte vielleicht mal so ein bisschen was kennenlernen, dann kann man den auf jeden Fall sich genehmigen. Und man muss sagen, also vom Fasstyp her ist das schon richtig geil, was abgeliefert wird. Auf jeden Fall. Starke Nummer. Ja. Gerne wieder. Ja, absolut. In diesem Sinne, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.